Bei einem Porträt muss alles passen, doch am wichtigsten sind die Augen. Wenn die Augen lebendig und strahlend sind, sieht ein Porträt um einiges besser aus. Ich zeige euch, was ihr machen solltet, um die Augen strahlen zu lassen. Ich vergrößere das Bild. Als erstes mache ich einen Doppelklick auf das Maskierungsmodus-Symbol und wähle, was die Farbe bedeutet. Da, wo ich jetzt malen werde, ist mein ausgewählter Bereich. Also hier anklicken. Deswegen aktiviere ich die entsprechende Option und klicke auf OK. Nun schalte ich den Maskierungsmodus an, indem ich nur einmal auf das Symbol klicke. Dann nehme ich einen Pinsel, schwarze Farbe, die Deckkraft und der Fluss 100% und markiere die Augen. Und von dieser Seite auch. Jetzt schalte ich den Maskierungsmodus wieder aus, indem ich wiederholt auf das Symbol hier klicke. Oder man drückt Taste Q auf der Tastatur. Nun erstelle ich eine Gruppe und füge ihr eine Maske hinzu. Wenn die Augen sehr dunkel sind, muss man diese zuerst aufhellen. Bei hellen Augen macht es ganz dezent oder überspringt einfach diesen Schritt. Je nachdem, wie dunkel die Augen sind, kann man Folgendes machen. Ich erstelle eine Gradationskurve und verbiege die RGB-Kurve nach oben. Aber bei sehr dunklen Augen wird es nicht ausreichen. Dann kann man die Ebenen-Modi nutzen. Ich mache alles rückgängig und ändere den Ebenenmodus auf linear abwedeln. Ihr könnt auch einen anderen Modus der Gruppe aufhellen nutzen. Und bei Bedarf kann man die Ebenendeckkraft reduzieren. Nur ganz dezent. Jetzt kommt noch eine sehr gute Methode, die ich oft nutze. Ich erstelle eine Einstellungsebene Farbfläche, wähle weiße Farbe aus. Übrigens, die Maske muss man anpassen. Ich aktiviere die Maske, nehme den Pinsel, weiße Farbe und korrigiere ein bisschen noch die Maske. So, nun zurück zu dieser Ebene. Nun ändere ich den Modus auf ineinander kopieren. Ich liebe diesen Effekt. Nun invertiere ich die Maske, STRG Command I, die Maske muss aktiv sein und dann STRG Command I. Nehme einen Pinsel, weiße Farbe und male nur am unteren Rand der Iris. So, der Fluss 20% und ich helle hier auf. Wenn die Iris heller ist, wirken die Augen lebendiger und strahlender. Bei sehr dunklen Augen sieht man meistens keine Texturen. In diesem Fall kann man die Texturen selbst erstellen bzw. malen. Dafür kann man zum Beispiel Dodge & Burn Methode verwenden. Ich erstelle eine Gradationskurve und helle die Iris auf. Nun invertiere ich die Maske, STRG I, Command I, nehme einen Pinsel, weich, weiße Farbe und beginne, so, ich male vom Zentrum, ich mache noch ein bisschen höher, dass ich sehe, was passiert, ich male vom Zentrum hin zum Rand, so wie Kinder meistens die Sonnenstrahlen malen. Ich kann noch ein paar Punkte setzen. Nun mache ich den Pinsel größer, nehme schwarze Farbe und maskiere ein paar Stellen, damit das Ganze ein bisschen realistischer aussieht. Ich reduziere den Fluss. So. Und lösche ein paar Stellen, dass das nicht so gemalt aussieht. Was ich noch gerne machen würde, ich gehe zu Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaussian Weichzeichner
und zeichne das Ganze ein bisschen weich. Klicke auf OK. Und jetzt kann ich noch ein bisschen die Maske anpassen. Man kann auch Farbakzente setzen. Ich erstelle eine Farbtonsättigung-Ebene als Schnittmaske zu der Gradationskurve, aktiviere Färben und wähle eine Farbe aus. Das Wichtigste ist, das Porträt am Ende in voller Größe anzusehen und den Effekt nochmal anzupassen, so dass alles natürlich wirkt. Hier kann man zum Beispiel das Auge noch ein bisschen mehr aufhellen. Ich erstelle eine ebene Farbfläche in Modus ineinander kopieren, invertiere die Maske, nehme einen Pinsel, weiße Farbe und helle hier unten ein Tick auf. Nun kann ich die Deckkraft von der Texturebene ein bisschen reduzieren, da wir relativ hell hier jetzt haben. Und nun hat das Auge viel mehr Tiefe als das Auge hier. Das sind einfache Schritte, die aber für ein Porträt wichtig sind. Trübe und matte Augen machen ein Porträt weniger ausdrucksstark. Die Betrachter sollten den Blickkontakt spüren. Übrigens, das könnt ihr auch in Lightroom machen, dafür braucht man kein Photoshop. In Lightroom haben wir mittlerweile Masken und die Masken in Lightroom sind ein sehr starkes Werkzeug. Darüber erzähle ich im nächsten Video. Das heißt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um neue Videos nicht zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.